Da hat Markus Rinderspacher aber wirklich gut lachen. Denn besser könnte es momentan für die Bundes-SPD kaum laufen. Immerhin sprechen die Umfragewerte deutlich für die Sozialen. In Rinderspachers Augen ist Kanzlerin Angela Merkel quasi schon angezählt. Uns läuft es gerade richtig gut. Im Deutschland-Trend sind wir bei 32%, liegen seit 10 Jahren erstmals wieder vor der Union. Das liegt natürlich auch daran, dass die Union im Moment total zerstritten ist. Herr Seehofer hat ja mit Frau Merkel wirklich ein Spektakel veranstaltet und sie permanent vor sich hergetrieben. Und der Schulz-Zug bei der SPD rollt. Ja. Martin Schulz ist ein ganz fantastischer Kanzlerkandidat. Er verbindet den Pragmatismus des ehemaligen Bürgermeisters mit der Weltläufigkeit des ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments. Und er macht Politik für die hart arbeitenden Menschen, für die, die malochen, die schuften und die sich an die Regeln halten. Und das kommt ganz offensichtlich gut an. Ich bin überzeugt, Martin Schulz wird der nächste Kanzler unseres Landes. Auch auf der Landesebene weht bald ein frischer Wind. Denn 4 Kandidaten gibt es auf den Posten des Landesvorsitzenden. Florian Pronolds Nachfolger oder Nachfolgerin soll per Mitgliederbefragung auserkoren werden. Zur Wahl stehen Gregor Tschung, Klaus Bartel, Florian von Brunn und wohl Top-Favoritin Natascha Kohnen. Es geht jetzt um die besten Ideen, um die besten Köpfe. Wie kommen wir in Bayern voran? Wie bringen wir unser Land voran? Rinderspacher wirft auch einen Blick auf die gesamte Welt und die politischen Beziehungen. So erklärt er die Wichtigkeit eines guten Dialogs wie auch einer guten Beziehung zu Russland. Er unterstützt die anstehende Moskau-Reise von Ministerpräsident Seehofer und reist mit der Delegation nach Russland, kritisiert aber gleichzeitig die schlechte Vorbereitung des Ministerpräsidenten bei seinem letzten Russland-Staatsbesuch. Da ist er nicht mit außenpolitischer Fachexpertise aufgefallen, ganz im Gegenteil, da hat er von Schießereien gesprochen in der Ukraine oder dem Herrn Putin politische Noblesse unterstellt, weil er sich nicht in Flüchtlingsfragen in Deutschland einmischen würde. Ich finde, das kann man so nicht machen. Er muss sich besser vorbereiten, er muss auch die heiklen Themen in Russland ansprechen und er sollte auch Rechenschaft ablegen gegenüber dem bayerischen Parlament, eine Regierungserklärung. Auch sonst vergeht Rinderspacher am Freitagmorgen sein Lachen nicht. Denn beim Thema G9 steht die SPD quasi vor einem großen Erfolg. Das G8 scheint bald wieder der Vergangenheit anzugehören, denn die CSU knicke nun langsam ein, schmunzelt Rinderspacher weiter.